wir wussten ja von Anfang an, dass es bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich geht für uns. Und wenn wir am letzten Spieltag die Chance haben, jetzt zu Hause gegen Gladbach den Klassenerhalt perfekt zu machen, dann haben wir alles richtig gemacht, denke ich. Die Spiele haben wir natürlich auch nicht verloren, das muss man auch sagen. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich, dass wir dann in den letzten Minuten dann immer die Tore bekommen haben zum Unentschieden. Aber denke, wir haben sehr gut gespielt, auch letzte Woche in der ersten Halbzeit gegen Augsburg. Wenn wir das wie gestern in Wolfsburg komplett über die ganze Zeit, erste Halbzeit Augsburg, in den letzten 7 Spielen hier nochmal auf den Platz bekommen, haben wir auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Klasse zu halten. Gerade ist auch jetzt gegen Wolfsburg haben wir gegen Champions League Mannschaft gespielt, die jetzt das Privileg hat, gegen Real Madrid im Viertelfinale zu spielen. Wenn wir da auswärts einen Punkt holen, ist es schon aller Ehren wert und wir können erhobenen Hauptes weitermachen. Ja, man sagt immer so leicht, die kann man schlagen, weil die ums herum spielen. Denken wir, das sind alles Mannschaften, die schon länger in der Bundesliga spielen. Die haben enorme Qualität und das werden, denke ich mal, die schwersten Spiele mit gegen diese Mannschaften zu gewinnen. Dass wir mithalten können, das wissen wir, das haben wir in jedem Spiel bisher bewiesen. In den Spielen wird es auf Kleinigkeiten ankommen, ob du verlierst, punktest oder halt unentschieden spielst. Und wir hatten jetzt ein bisschen Pech die letzten Spiele, denke ich, und hoffe, dass jetzt in den restlichen Spielen man das Glück auf unserer Seite ein bisschen liegt, dass wir dann auch nochmal den einen oder anderen Sieg einfahren können, um unserem Ziel halt näher zu kommen. Das zeichnet uns ja aber auch aus, der Team-Spirit einfach, der ist einfach bei uns so groß und egal wer da kommt, wir machen unser Ding und spielen das so souverän auch unser Spiel durch und versuchen uns das Spiel durchzudrücken und das ist natürlich auf jeden Fall etwas, was man vor der Saison nicht gedacht hätte. Wir werden uns gut vorbereiten auf die letzten 7 Spiele, werden viel arbeiten. Ja, und müssen ein bisschen den Kopf frei kriegen auch jetzt für die letzten 7 Spiele, wie gesagt, dass wir da voll und ganz mit voller Power reingehen können. Darmstadt 98 spielen können, Leidenschaft, Kampf, da wird es drauf ankommen in den letzten 7 Spielen.